Der FSV Luckenwalde mit einem Hallo an die Liga am ersten Spieltag. 1-1 in Cottbus. Das Team von Michael Braune hatte Energie am Rande einer Niederlage. Die nächste Aufgabe kommt aber aus einer anderen Schublade. Aufsteiger Eilenburg zu Gast im Werner Seelenbinder Stadion. 8 Minuten rum, Gästetorwart Andreas Naumann in Alarmbereitschaft. Gottschick hat den Freistoß für Luckenwalde, die in Weiß auflaufen. Nils Gottschick, einer von 4 Neuen in der Startelf des FSV. Die Gastgeber klar spielbestimmend in Durchgang 1, wenn auch erstmal nur durch Standards gefährlich. 17. Minute, Daniel Becker, Naumann mit Problemen. Aber weder Helwig noch Rankic Nutznießer dieses kleinen Wacklers vom Eilenburg-Keeper. Weiter Luckenwalde, Führung wäre hoch verdient. Das ist Leon Helwig, Torschütze zum 1:0 gegen Cottbus. Eilenburg mit dem 1:1 zum Auftakt gegen Chemie. Mission ist klar, Ligaverbleib hat höchste Priorität. Hier geht's mal schnell über. Sauer gegen Hadel. Bleibt hängen, aber da ist ja noch Bartlock und der sieht auf der anderen Seite Meseberg. Paul Meseberg. Neu in der Startelf, auch Eilenburg rotiert in der englischen Woche. Dann wird es unschön. Eilenburgs Bartlock, schmerzverzerrt am Boden, hat sich ohne Fremdeinwirkung verletzt, läuft hier Francisco an und bleibt unglücklich im Rasen hängen. Man befürchtet das Schlimmste, man hofft auf das Mildeste. Der FC Eilenburg muss aber voraussichtlich länger auf seine Nummer 17 verzichten. Alles Gute an dieser Stelle. Zweite Halbzeit. Luckenwalde weiter besser, aber Eilenburg guckt ab und an vorne raus. Christoph Jakisch, 60. Minute. Luckenwalde, nur 5 Minuten später, Götz Flanke geklärt, aber der FSV mit der zweiten Welle. Wieder Goethe hat schon gegen Cottbus immer wieder erfolgreich das 1-1 gesucht und auch gewonnen. Wie hier Goethe in den Rückraum auf Plumpe. Und er hämmert das Ding unter die Latte. Till Plumpe belohnt sich für seine Startelf-Nominierung. Gegen Cottbus hatte er noch den 2:1 Siegtreffer auf dem Fuß. Da hat er aber das Navi völlig falsch eingestellt. Dieses Mal mit mehr Präzision und einer Menge Wucht. Luckenwalde vorn und Eilenburg mit 4 einfachen Fehlern. Flath, überragender Stecker auf Plumpe. Und dem springt der Ball weg. Chance auf die Vorentscheidung vertan. Eilenburg hat noch den Fuß in der Tür. Aber es kommt ganz wenig vom Team von Nico Knaubel. Im Gegenteil, immer mehr Raum für Luckenwalde. Konter, Rothenstein. Da ist die Hand im Spiel, aber es geht weiter. In der Mitte läuft Daniel Becker mit, aber Rothenstein macht's allein gegen Naumann. Kapitän in dieser Saison beim FC Eilenburg, Bärenstark. Und er ist gleich nochmal gefragt. Wieder gegen Rothenstein. Und wieder ist Naumann der Sieger. Abpraller bei Bogdan. Latte. Nochmal Becker, der sucht in der Mitte. Bogdan, der allerdings im Abseits. Und dann ist es das auch. Es bleibt beim 1:0 für Luckenwalde. Verdienter Erfolg gegen Aufsteiger Eilenburg. 4 Punkte aus 2 Spielen nehmen sie so mit. Der FSV Luckenwalde, vielleicht ja ein Überraschungsteam in dieser Saison.